Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und die verlorene Zukunft. In der letzten Folge ist eine kleine Katze aufgetaucht, die wir nicht ansprechen konnten. Das holen wir jetzt nach. Oh, hallo Herr Carter, aber wieso lassen Sie denn die Schnurrhaare so hängen? Was sagt er, Luke? Anscheinend ist er frisch verliebt und... Hui! Das ist ja tatsächlich sehr vertrackt. Hören Sie mal zu. Rätsel 37 Sandpfotenpascha. 25 Pikarat wert. Okay. Ein Kater möchte sehnlichst seine Mieze besuchen. Doch ein kleines Problem macht ihm das Leben schwer. An den mit X markierten Stellen lauern garstige Hunde, die eine Katze bis zu 3 Felder weit wittern können. Oh weh. Die kaltschnäuzigen Köter riechen unseren flauschigen Charmeur, zu seinem Glück allerdings nicht durch Wände hindurch. Welchem Eingang von A bis D sollte er also nehmen, um sicher zu seiner Angebeteten am Ausgang links oben zu gelangen? Dann testen wir doch einfach mal aus. Gehen wir mal bei A raus. Nach unten können wir nicht, da sind 3 Felder blockiert. Nach oben können wir auch nicht, also fällt A schon mal komplett flach. B kommt gar nicht raus, da sind die Felder von diesem Hund dabei. Probieren wir C aus. Nach oben. Er kommt haarscharf an dem Hund hier rechts vorbei. Und ja, C müsste es sein. Versuchen wir es mal. Wie wäre es hiermit? Yippie! Puh, da bin ich aber erleichtert. Wenn Luke das mal mit dem Fu lassen würde, ey. Gut ausgewischen. Es ist Eingang C. Damit steht dem Katzenrendezvous nichts mehr im Wege. Rätsel Nummer 37, Sandpfotenpascha, ist im Rätselindex spielbar. Ich weiß, ich bin auch heilfroh, dass wir helfen konnten. Ja, die Liebe kann manchmal ein wahrer Irrgarten sein, stimmt's? Gehen wir weiter nach hinten. Okay, und wir werden erwartet von 2 Gesellen, aber die interessieren uns erstmal nicht. Wir wollen erstmal nach Hinweismünzen suchen. Manche Stellen stoßen einfach ins Auge. Ob dort oben jemand wohnt? Ein Dach? Schornstein? Das ist kein Tor, das ist ein Bollwerk. Ein Fenster? Okay, noch eine Hinweismünze gewesen. Okay, hier scheint's rein, okay. Eine Lampe. Noch eine Hinweismünze. Yay! Eine Tür mit Geräuschen. Sieh an, ein verstecktes Rätsel. Rätsel 153. Ein Teil zu viel. 30 Pikarat wert. Oh, scheint schon kniffliger zu sein. Wieder. Die grüne Rahmenform und die 6 orangefarbenen Teile unten bestehen alle aus gleichseitigen, gleich großen Dreiecken. Die Rahmenform kann mit 5 der 6 Teile perfekt ausgefüllt werden. Dabei können diese beliebig gedreht und gespiegelt werden. Kreise dasjenige Teil ein, das dabei nicht benötigt wird. Okay. Fangen wir doch mal mit so langen Teilen an. Fangen wir doch mal mit dem Teil hier unten an. Wir können das ja mal hier hinsetzen. Passt hier hin. So, ein nächstes Teil. Dann nehme ich mal das Teil links oben. Das wäre das. Okay, was nehmen wir als nächstes? Ich glaube, ich nehme dieses Teil. Nein, so wird es gar nicht gezeichnet. Wie wird denn das gezeichnet? Ah, jetzt haben wir... Das hier unten hat man abgedeckt. Genau. So, und jetzt nochmal ganz in Ruhe.
Das Teil fehlt unten. Genau, das Teil fehlt. Dann ist es das Teil rechts unten. Okay, und das Teil könnten wir dann, wenn wir jetzt hier noch einen Strich ziehen würden, könnten wir das Teil hier ansetzen und das Teil, rumgedreht, dann hier dran. Dann würde nur noch das Zweierteil übrig bleiben. Okay. Ja, das sieht vielversprechend aus. Juhu, richtig. So gefällt mir das. Geile Sache. Beeindruckend. War es schwierig, sich das vorzustellen? Schließlich ist die Lösung des Rätsels eigentlich sehr einfach. Der Rahmen besteht aus 22 identischen gleichseitigen Dreiecken. Zusammengenommen bestehen die 6 Teile aus 24 Dreiecken. Das sind genau 2 Dreiecke zu viel. Das Teil, das nicht zum Einsatz kommt, besteht also aus diesen 2 Dreiecken. Okay, man hätte es anders lösen können, aber ich bin auch auf die Lösung gekommen. Rätsel 153, ein Teil zu viel, ist im Rätselindex spielbar. Herrlich, so eine kleine Denkübung. Okay, sprechen wir die beiden Gesellen an, oder können uns die Lampen hier noch was geben? Nein. Sprechen wir die beiden Typen an. Chelten. Ihr, was habt ihr hier verloren? Hier kommt keiner durch, klar? Und jetzt fort mit euch, sonst ziehe ich euch die Hammelbeine lang. Schon verstanden. Solche Grobiane, die beiden haben wirklich keine Manieren, finden Sie nicht? Professor? Über was denken Sie gerade nach? Sag doch, Luke, erinnern dich diese beiden Schläger nicht an irgendjemanden? Was meinen Sie? Die Ähnlichkeit fällt doch sofort ins Auge. Denk doch mal an 2 Bekannte von uns. 2 Bekannte? Natürlich! Sie meinen Inspektor Chalmay und Wachtmeister Barton. Sein Gehilfen, stimmt's? Ja, jetzt wo man sie beide so im Vergleich sieht, könnte hinkommen. Absolut. Die Parallelen sind nicht zu übersehen, oder? Einer groß und herrisch und der andere sein kleiner Lakai. Es stimmt. Aber der Inspektor würde wohl aus seiner Haut fahren, wenn sie ihm das erzählen würden. Wo wir schon über ihn sprechen, ist es nicht seltsam, dass auch er der Vorführung beiwohnte? Vorführung? Ach, Sie meinen die Demonstration der Zeitmaschine? Genau. Wieso wohl hatte man einen Polizeiinspektor zu einer solchen Veranstaltung eingeladen? Nun, immerhin hat er etliche schwierige Fälle gelöst. Vielleicht hat man ihn wegen seines guten Rufs eingeladen. Ja, das mag wohl stimmen. Meine bescheidenen Verdienste hatten uns schließlich ebenfalls eine Einladung beschert. Bescheidene Verdienste? Unsinn, Sie sind der berühmte Professor Layton. Ein Vorbild für alle wahren Gentlemen. Haha, so leid es mir auch tut, aber außer dir würde wohl niemand mich in solch hohen Tönen loben. Es schien mir jedoch, dass fast alle Zuschauer aus der feineren Gesellschaft Londons stammten. Die wenigen Vertreter der Medien mal ausgenommen. Der Inspektor und wir waren die einzigen Ausnahmen in einem sonst sehr illustren Kreis. Und was bedeutet das? Ich muss mich fragen, wieso unser falscher Dr. Stolyphin ausgerechnet uns eingeladen hatte. Ich würde nur zu gerne erfahren, was der Inspektor selbst zu der Sache zu sagen hat. Das stimmt. Schade, dass wir in die Vergangenheit reisen müssten, um mit ihm zu sprechen. Moment mal. Was, wenn der Inspektor auch in dieser Zeit noch seinen Posten innehat? Professor, da sind Sie ja. Oh, hallo Luke. Ich konnte nicht überhören, was Sie gerade sagten. Sie wollen also mit dem Inspektor reden, stimmt's? Genau. Das Beste wäre gewesen, wenn wir gleich nach dem Vorfall mit ihm gesprochen hätten, aber ich glaube, das ist möglich. Was? Aber wie denn? Lassen Sie uns das Gespräch dort fortsetzen, wo wir sicher von neugierigen Ohren sind.
Wieso gehen wir nicht in das kleine Wäldchen im Westen? Lasst uns mal abhauen und noch ein Stück weiter nach links gehen. Viel besser. Sicher wird uns hier niemand belauschen. Du sagtest, es gäbe einen Weg, in unserer Zeit mit dem Inspektor zu sprechen. Soll das heißen, dass es irgendwie möglich ist, uns in unsere Zeit zurückzuschicken? Das ist es in der Tat, Professor. Allerdings müssen Sie dazu das Wurmloch im Ohrladen verwenden. Aber der Eingang des Geschäfts ist doch fest verriegelt. Wie sollen wir dort nur wieder hineinkommen? Das sollte kein Problem darstellen. Ich werde euch die Tür öffnen. Merkwürdig. Wieso hast du Zugang zu einem so überaus wichtigen Ort? Ich verspreche, dass ich Ihnen vor Ort alles erklären werde. Bitte vertrauen Sie mir so lange. Lassen Sie uns fürs Erste zum Uhrengeschäft in der Midland Road zurückkehren. Aber was wird aus unseren Plänen in Chinatown? Die werden wir bis auf Weiteres aufschieben müssen. Die Lage hat sich geändert. Nein. Kapitel Nummer 4. Zurück in die Gegenwart. Okay. Hier mache ich doch erstmal eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal. See you later, Leute.